Uwe, du weißt ja noch unser ehemaliger Nitrado-Server, wo du nicht drauf kamst, ne? Nach einer gewissen Zeit wird die IP neu vergeben. Ja. Die wurde neu vergeben, damit, und? Da wir die IP noch hatten und haben wir gesehen, der Server ist online. Oh, da haben wir uns gedacht, gehen wir doch mal drauf. Ja, da haben wir uns so ein bisschen Schindluder getrieben auf der Welt. Ja, der war schön, alles schön aufgebaut, weißt du? Da haben wir dann ein bisschen abgebaut. Ja. Sachen. Und neu hingebaut, ein bisschen zugetextet. Einer hat eine Kathedrale gebaut, da hab ich erstmal ein Kloster und überall rausgehackt. Ja, wie gesagt, jetzt kommen wir leider nicht mehr auf den Server drauf, weil da jetzt mittlerweile eine Whitelist drauf ist. Ihr seid ganz schön wie. Wir haben das schon. Also ich hab zumindest krasses Zeug gemacht, ne, Philipp? Ja. Wenn ihr euch mit anderen Namen versucht anzumelden, geht das? Nee, eine Whitelist, das heißt, du kommst. Nee, das heißt, nur mit einem. Die und die Spieler dürfen drauf. Okay. Genau, das ist das, was auf dem Server, wo wir jetzt gerade drauf sind, auch drauf ist. Ah. Hallo Micha, kannst du drauf auf Wunder spielen? Nee, jetzt eh ne, ist ja voll der Server. Oh. Verschluckst dich wieder an deinem Bibli. Sorry. Bibli. Das schmeckt gar nicht so schlecht, das geht eigentlich. Qualität ist doch bestimmt schon seitdem Urlaub. Also. Hauptsache Prozente drinnen, da schmeckt das dem Alex. Ich hab noch was ganz was anderes Feines neben mir stehen. Das glaubst du auch. Hast du ja letztens gesagt, dass du noch was im Schränkle hast oder so? Ja, im Schränkle, das hab ich auch noch. Das wollte ich in einem Urhaus, weil ich mein Schränkle so hab. Von deiner Tour da mit? Was für eine Tour? Nee, von. Von deiner Reise, verzeihung. Ja, doch, das hab ich schon in der Tour, hab ich das gekauft. Ja, von meiner was? Reise, die keine war, wo ich auch noch kein Feedback gegeben hab, so ein Big Bad Boss. Eieiei. Dass der noch nicht geklingelt hat bei dir. Hauptsache, der guckt das hier, der guckt das Let's Play an, der Big Bad Boss. Das ist ja unser einziger Zuschauer ist. Das gefällt mir so sehr, was die User machen, gefällt mir so sehr, kann ich mich voll. Wir arbeiten doch bei der Bank. Kann ich mich voll mit identifizieren. Ja, pass auf, das sagt er da bei der nächsten Mitarbeiterversammlung. Ja, also, ich habe gesehen, dass mehrere unserer Azubis einen guten Job uns gut im Internet vertreten. Ich weiß zwar nicht, was dieses Bankgelaber ist, aber trotzdem sehr gut. Ich habe da ein Video von ein paar Azubis von einer namhaften Bank im Internet gefunden. Solche Azubis würde ich mir für unser Unternehmen sehr gerne wünschen. Hast du den gesehen? Bla bla bla, Feedback geben. Ja, und im gleichen Zuge tut er auch noch das Video dann hier öffentlich bei euch zeigen, ne? Genau, sag dem, guck unsere Videos, gib ein Feedback, dann gibst du dir hier Poletzka hier Feedback. Und der soll auch ein Plakat machen, der muss dann so Ausschnitte. Oder irgendwelche Scheiß. Oh nein, das Feedback. Muss er den Vortrag für die Berufsschule noch machen? Über. Oh nee. Jo, was? Mrs. Beck? MFM bei Mrs. Beck. Was müsst ihr da machen? Haben wir doch wegen dem. Freiwilligen hier schneiden. Waren wir zu den Arbeiten da haben wir uns freiwillig gemeldet. Ja, welches Thema? Fräsen. Achso. Geldschränke auffräsen. Ja, das war mir jetzt schon klar. An der Drehmaschine, ein Drehmeißel volle Bude. An der Drehmaschine fräsen, genau. An der Drehmaschine fräsen. Sag mal, hallo, liegt dir die Ernsthaftigkeit dieses Videos nicht am Herzen? An der Drehmaschine fräsen? Ja. Siehst du das ja alles ins Lächerliche hier? Drehmaschine fräsen. Ach, ja. Glaub dem kein Wort. Der ist doof, hier seine Kinder waren Räuber. Sind bestimmt cool. Räuber. Gibt's gute Einnahmen. Talentlose Räuber. Schickst nach Afrika und berauben all die Reichen da. Nee, wie war das? Die werden Piraten und tun dann vor der Küste so mal ja der Öltanker. Ja, ne? Das war. Du wärst ein guter Pirat in der Gegend. Soll ich etwa vor Somalia Öltanker kamern? Lach die Frau weg, dort ist sie schon erst. Gibt's gar nicht. Wie die manchmal zuhört, ne? So hinter. Ja, eine richtige. Die ist bestimmt immer die neuesten Gerüchte beim Friseur breitstreut. Also, vor kurzem hat es bei uns in der Ortschaft, ne, also in der Nachbarortschaft, wurde ein Mann überfahren auf offener Straße, ne? Das nachts. Und eine Mutter kommt früh vom Friseur wieder. Oh, was passiert ist die Nacht? Ja, das und das. Ich so, wer ist denn das? Na, ich hab mein Friseur gehört. Ich so, auch einen neuesten Tratsch angehört. Nee, so ist es nicht. Ich so, na klar, ist bei euch so, beim Friseur.
immer den nächsten Tratsch aus der ersten Ortschaft. Wenn du erstmal ja zwei Stunden deine Mütze machen lässt, da ist schon klar, dass du da dich mit Reden beschäftigen musst. Unter Frauen natürlich auch. Ich weiß nicht, wie ich mit der Frisur dann unterhalten soll, was Wetter oder was. Die soll einfach bloß die Haare spielen. Fragt die dich näher irgendwelchen Kram? Das geht nicht an, sagst du da. Und was machst du so? Machen sie meine Haare und auf mich zuzulaufen. Ich ja. Nicht stellen. Wenn ich unterhalten will, gehst du noch zu scharfer. Nee, so fies bin ich dann näher. Wenn ich mich das frage, dann antworte ich, stehe ich schon an, rede und antworte, aber. Nee. Wenn ich schwatzen will, was macht Schicht? Genau, wenn ich schwatzen will, mache ich Nachtschicht. Geht euch das auch so, wenn ihr beim Zahnarzt seid und die Zahnärztin labert euch voll? Ah, gut schon, Alter, und bei ihm so? Aber die finde ich ganz nett, obwohl, die stellt an der Frage, wenn sie da ganz Werkzeug bei dir im Mund eingelegt hat, weißt du? Ja, das meine ich ja gerade. Was ist das? Klasse. Akkuschrauber erstmal abgelegt. Hinter den Backenzähnen abgelegt. Wir haben mal nicht so viel Zeit schon gehalten, weil bis meistens 5 Minuten Fahrt. Ja, bei mir auch. Die guckt rein. A1 fehlt, A2 fehlt, A3 und A4, wisst ihr ja. Weisheitszähne und so weiter. Dann zacken, immer grinsen. Sachen haben sie gut erkannt, ich fahre kein Audi, ne? Ich rub mir da jedes Mal die Lippen wieder auf, ne? Ich höre schön trockene Lippen da und dann reißt ihm das Maul auseinander, zack. So, zu wild geknutscht, hä? Oh ja. Ja, hat jemand schon angefangen, mal so ein Torhaus zu basteln? Nee. Ich baue gerade mal so ein bisschen was, wie ich mir vorstelle. Ihr habt doch nichts zu tun. Ich habe meinen Schneemann und meine Windmühle. Also, was heißt meine? Wie geht das bei mir so? Sag mal, willst du mich verarschen? Bist du im Gaming-Modus, Junge? Willst du mich verarschen? Du hast einen Ultrabook, einen Intel-Prozessor. Hab ich schon in der Werbung gesehen, dass es sowas gibt. Das ist zu viel gibt. Gib it. Und im Radioladen kann man Radios kaufen. Und ich habe ein Ultrabook heute sogar schon in der Hand gehabt. Hast du der diese Hände wohl gewaschen, ne? Irgendwas hat's aber. Was konnte das Ultrabook? Konnte das fliegen und Musik machen und zur Arbeit teleportieren. Und kann dich in die Eisenbahn, die der Philipp immer fährt, rein beamen. Auf also schrumpfen und dann wisst schon. Das gibt's doch nicht, was ist denn hier los? Das Teufel ist los. Hast du denn einen Samsung-Rechner? Das läuft doch alles auf Hochtouren hier. Was ist denn eigentlich ein Produkt mit Apfel hinten drauf? Nee. Lieber aus der öffentlichen Minecraft spielen, was? Fraps zieht viel, aber es kann doch nicht sein, dass es daran liegt. Die sind, ne? Bin ich mit meinem 5 Jahre alten Steinzeit-Dauer-PC viel besser. Bei mir ruckelt nichts, das läuft eiskalt. Ja, du hast einen PC, das ist ja auch ein Unterschied zu einem Laptop. Du hast auch einen PC. Ja, nee, Laptop hab ich. Nee, PC steht für Personal Computer, was Laptops mit einbeschließt. Ich hab bloß einen Tower-PC. Oder Desktop-PC, wie man es nennt. Ich baue ja nicht mehr weiter, es ruckelt mir zu sehr. Kann jemand anders die Mühle bauen? Du baust gerade ja eine Mühle, ich kann ja nur scheiße. Also gar nicht, was du vorhast. Nee, da musst du schon mal einen ordentlichen Rechner kaufen. Hat Dienstag genug Geld? Ja, Uwe, tust du auch nachpflanzen? Die ist zu klein. Ja, mach ich. Ist die zu klein? Ha! Also ich würde die so als, also ich finde das, hallo, das ist viel zu nah hier, was rumsen wir das ja gleich vor der Fresse. Ja, wo soll ich denn sonst hinsetzen? Ich wollte das komplett in der Ecke quetschen hier. Ne, ich wollte das nicht so nah in die Ecke rein. Weil du könntest gleich von der Stadt mal auf die Pyramide, aufs Ding drauf bringen. Ja, und? Von der Größe, stimmt das doch. Na gut, dann lassen wir es erstmal so. Aber ich würde da gerne noch... Also ich finde das schon mal gut. Ich würde dann übernehmen, wenn du möchtest. Ja, kannst du weitermachen. So, ich dachte, weil du den Schneemann machst, fange ich jetzt da drüben an. Ja, ich habe nur ein bisschen Schnee geschaufelt. Uwe tut ja schön den Abstand vom Dorf zum Wald ein bisschen ausbreiten. Ich habe wohl nachgepflanzt, also. Ja, das ist schick. Du musst das Säbling sehen, wenn du willst. Ach, dort ist der Haupteingang, oder?